Hallo und herzlich willkommen zu Spec Ops The Line, und ich starte diesmal in diesem Modus, weil ich euch zeigen wollte, einmal kurz, wie sich das hier verändert hat. Das war früher komplett schön, jetzt ist alles zusammengebrochen und so weiter. Ja, finde ich, ist ein schönes Gimmick, muss ich sagen. Es ist alles deine Schuld. Wow. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, dass alles unsere Schuld ist. Und wir das Ende der Welt zu verantworten haben. Naja, so schlimm wird es wahrscheinlich nicht. Ah, erstmal wieder runterstellen. Na, irgendwie Baron, Achtung! ruckelt's hier. Naja, und ich glaube, wir sind so gut wie am Ende bei diesem Spiel. Bei diesem sehr Captain Walker, wir sind der Rest der Damn 33rd. Wir ergeben uns, Sir. Dubai gehört Ihnen. Wo ist Conrad? Wo er immer war. Oben. Er erwartet Sie. Okay, das sieht nicht gerade sehr schön aus, was wir hier machen. Nicht schlecht, Walker. Ihnen gelang, was der Sturm nicht schafft, die 33. zu vernichten. Fühlen Sie sich schon als Held? Bitte, nur herein. Muss noch mal die. Ja, jetzt geht's. Nun, da Sie hier sind, möchte ich Sie etwas fragen. Was dachten Sie, als Sie nach Dubai kamen? Als Sie sahen, was ich getan hatte? Hielten Sie es für das Werk eines Irren? Ja, ich dachte, Sie hätten den Verstand verloren. Oder besser gesagt, ich hoffte es. Ja, das hätte es einfacher gemacht. Aber dieses Glück hatte ich nicht. Sind Sie ganz sicher? Ich versichere Ihnen. Ich bin so normal wie Sie, Captain. Okay. Das hört sich nach. Ich bin oben, Walker. Ja, das weiß ich jetzt auch. Oh mein Gott. Wie sehr ich es auch versuchte. Ich konnte der Realität hier nicht entkommen. Das war mein Untergang. Ach, das ist die Phosphorszene. Schön. So, fertig. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Was ist hier los, verdammt? Ihnen gehen zum ersten Mal die Augen auf. Das schmerzt, nicht wahr? Nur zu? Was denken Sie? Das waren Sie? Nein, Sie waren das. 47 Unschuldige starben durch Ihre Befehle. Jemand muss für Ihre Taten büßen, Walker. Wer wird das sein? John? Sind Sie das? Sagen Sie es mir. Ich hab die Spielchen satt, John. Glauben Sie mir, das ist kein Spiel. Wer ist das? Conrad. Es scheint, die Berichte über mein
Überleben waren stark übertrieben. Das ist nicht möglich. Glauben Sie mir, ist es. Wie? Nicht wie. Wieso? Sie sollten nie hierher kommen. Unsere Befehle sind klar. Raus aus der Stadt, Funkspruch ans HQ von außerhalb der Sturmwand. Die schicken die Kavallerie, wir fliegen heim. Was hier geschah, war nicht in meiner Kontrolle. Was das? Nichts wäre geschehen, wenn Sie einfach aufgehört hätten. Aber Sie machten weiter. Und wofür? Wir wollten euch retten. Sie sind kein Retter. Sie haben andere Begabungen. Das ist deine Schuld, verdammt! Hör bloß auf, Lugo! Er wollte es nicht hören! Wir hatten keine Wahl! Er hat uns zu verdammten Killern gemacht! Es ist nicht meine Schuld. Ein Mann muss stark sein, um das Offensichtliche zu leugnen. Und ist die Wahrheit nicht zu leugnen, bastelt man seine eigene. Was zum Teufel ist passiert? Ich weiß nicht, er bewegt sich nicht mehr! Walker, komm zu dir! Ich verstehe. Wir müssen wählen. Die Wahrheit, Walker, ist, dass Sie hier sind, weil Sie sich als was fühlen wollten, was Sie nicht sind. Ein Held. Lugo! Du hast mich sterben lassen! Ich bin hier, weil Sie Ihre Taten nicht akzeptieren können. Das hat Sie zerstört. Colonel? Colonel, bitte! Was ist denn los, Walker? Es ist Conrad. Er hat das alles hier getan. Sie brauchten einen Sündenbock und schoben es auf mich. Einen Toten. Ich weiß, die Wahrheit ist hart, Walker. Aber es ist Zeit. Nur Sie sind übrig. Und wir können nicht für immer weiter lügen. Ich zähle jetzt bis fünf und dann drücke ich den Abzug. Sie sind nicht real. Das ist alles in meinem Kopf. Ganz sicher? Vielleicht ja in meinem. Eins. Nein. All das, alles, es war Ihre Schuld. Wenn Sie das glauben, erschießen Sie mich. Zwei. Ich wollte niemandem etwas antun. Wer will das schon, Walker? Drei. Vier. Wollen Sie das wirklich, Walker? Also gut. Fünf! Okay. John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung